So, ich mache jetzt etwas weniger technisch, aber mehr mathematisches. Heute ist ja immerhin der Pi Day, auch wenn ich den Vortrag gestern gemacht habe. Und Und ein zwar, Trauertag. ja, heute ist auch ein Trauertag, aber da können wir vielleicht später noch zukommen. Gut, also eine spannende Frage, die man sich immer wieder stellt, was die Summe der natürlichen Zahlen, so 1 plus 2 plus 3. Wenn man jetzt irgendwo aufhört, dann hat sich ein gewisser Karl Friedrich Gauß irgendwann mal so eine Formel ausgedacht, wie man das ausrechnen kann. Das interessiert mich allerdings nicht. Ich will wissen, was das ist, wenn das unendlich, also wenn man bis unendlich weiter addiert. So, weil braucht man häufig. Und eigentlich ist das sehr spannend. Und ja, diese Frage haben sich auch andere Leute schon gestellt, insbesondere ja, in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es einen gewissen Ramanujan, der hat diesen Brief geschrieben. Und wenn man sich jetzt die Maus nimmt, sieht man hier 1 plus 2 plus 3 plus 4 ist minus 1 Zwölftel. So, wer hat das erwartet? Ah, Gut, jetzt die Frage, wieso, wie kommt man auf so eine offensichtlich bescheuerte Lösung? Gut, da kann man jetzt einmal den sich angucken, was hat der da geschrieben. Also in seinem Notizbuch hatte der Ramanujan quasi hingeschrieben, wie er das gerechnet hat. Kann man nicht so gut erkennen, darum habe ich das nochmal nachgerechnet. Also wir haben hier irgendwie, wir wissen ja nicht, was rauskommt, deswegen nennen wir das einfach mal C wie Konstante. So, das heißt, die Konstante C ist 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis eben unendlich. Und jetzt können wir einfach mal diese Konstante mit 4 multiplizieren, also 4 mal C, und sortieren dann entsprechend die Buchstaben ein bisschen. Das, also 4 mal 1 ist 4, deswegen packen wir die 4 hier hin, und 4 mal 2 ist da und packen das dann dahin und machen das immer so weiter, dass man da das hat. Weil wenn man das hat, dann kann man jetzt diese 4 von den 4c von c abziehen. Und bekommt minus 3c und das ist dann sowas hier 1 minus 2 plus 3 minus 4 und so weiter. Wenn man da weiter, wenn man das gleiche nochmal nimmt und auch einfach um 1 versetzt, dann sieht das so aus. Und wenn man das wiederum voneinander abzieht, also minus mal minus, nee. Genau, also minus 3c, minus 3c, und wobei da eigentlich, glaube ich, immer ein Plus stehen muss. Ne, ist auf jeden Fall minus 6c und dann hat man hier noch 1 minus 1 plus 1 minus 1 und so weiter. Und das kann man ausrechnen, weil 1 minus 1 ist 0, plus 1 ist 1, minus 1 ist 0. Das heißt, man hat nur Nullen und Einsen da stehen. Und da kann man sagen, so bis ins Unendliche ist das 1/2, weil wenn man quasi den Durchschnitt berechnet von den beiden Werten, die das annehmen können, kommt da 1/2 raus. Und jetzt ist der Weg nicht mehr so weit. Jetzt müssen wir nur noch durch minus 6 teilen und haben c gleich minus 1/12 rausgerechnet. Das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo eine unendliche Reihe nicht konvergiert, darf man die Summanden nicht mehr vertauschen, weil man quasi unsinnige Ergebnisse bekommt. Also genau, also es gibt zum Beispiel Hilberts Hotel. Das ist quasi ein Hotel, da hat man unendlich viele Gäste und unendlich viele Zimmer und alle Zimmer sind belegt. Jetzt wollen aber irgendwie, weil jetzt ist irgendwie Samstag, neue Leute kommen, aber die Alten wollen 2 Wochen Urlaub machen und es kommen unendlich viele neue Gäste und jetzt will man natürlich irgendwie diese unendlich vielen Leute da unterbringen. Und die Lösung dazu ist, dass alle Leute, die bisher ein Zimmer haben, ihre Zimmernummer sich angucken und dann müssen sie ein neues Zimmer nehmen und zwar genau das Zimmer mit der Nummer, das doppelt so hoch ist wie das eigene. Und damit sind quasi nur noch die geraden Zimmernummern belegt und die ungeraden, davon gibt es ja unendlich viele, die kann man dann mit den neuen Gästen voll machen. So, das heißt, im Prinzip ist zweimal unendlich das gleiche unendlich, deswegen darf man halt da nicht so viel rumtauschen. Deswegen ist das ein bisschen absurd. Gut, was der da ausgerechnet hat in seiner Berechnung. Das gibt's aber noch, ja, jetzt kommen wir mal zu einem
anderem Thema. Und zwar gibt es die sogenannte Riemannsche Zeta-Funktion. Da haben wahrscheinlich einige Leute von schon mal gehört. Und die ist so definiert, dass Zeta-Funktion von S ist gleich die Summe von 1 bis unendlich vom Summanden 1 durch n hoch S. Und genau, das konvergiert immer dann, wenn der Realteil von S größer als 1 ist. Und auch nur dann konvergiert das. Und ja, wie der Imaginärteil ist, ist an dieser Stelle tatsächlich nicht relevant. Gut, jetzt ist es natürlich nervig, wenn man irgendwie dauernd so eine konvergente Reihe berechnen muss. Deswegen hat Riemann überlegt, wie kann man das denn anders berechnen. Und zwar kann man die, wenn man sich das analytisch anguckt, dann ist die Riemannsche Zeta-Funktion auch so zu berechnen. Also, weil wir ja heute Pi Day haben, steht da auch ein Pi drin. Genau, also da sind halt Pi, Sinus sollten relativ klar sein. Dieses große Gamma ist die Gamma-Funktion, das ist quasi eine Fakultät, nur dass die definiert ist auf allen Zahlen, die komplex sind, also auch von 0,5 gibt es dann sozusagen sowas wie eine Fakultät. Und die Gamma-Funktion hat die Eigenschaft, dass wenn da eine natürliche Zahl drin steht, dann immer dasselbe Ergebnis rauskommt wie bei der Fakultät. Und man hat hier irgendwie die Zeta-Funktion. Gut. Diese Funktion kann man nochmal anders schreiben. Wo ist denn die Folie? Keine Ahnung. Wenn man sich jetzt diese Formel anguckt und vorher das hier nimmt, wenn man jetzt diese hier anguckt und hier s gleich minus 1 einsetzt, also s gleich minus 1 ist 1 durch n hoch minus 1, das ist das gleiche wie n, das heißt, das ist die Summe über die natürlichen Zahlen. Das heißt, das ist genau dasselbe, was wir vorhin hatten. Und wie gesagt, gibt es jetzt diese analytische Formel, um auch das auszurechnen. Die funktioniert aber auch für alle Zahlen. Das heißt, auch für Zahlen, für die die Reihe nicht konvergiert, gibt es hier trotzdem eine endliche Lösung. Und diese endliche Lösung, die erkennen wir schon. Okay. Genau, die Zeta-Funktion lässt sich auch nochmal ganz anders schreiben. Statt einer Summe kann man sie wie das Produkt einer Summe machen, wobei das hier alles Primzahlen sind. Das heißt, die Zeta-Funktion hat sehr viel mit Primzahlen zu tun. Insbesondere gibt es die sogenannte Riemannsche Vermutung. Das heißt, alle sogenannten nicht-trivialen Nullstellen, das heißt Nullstellen, die nicht negative, gradzahlige Zahlen sind, liegen alle auf der Reihe oder Graden, wo der Realteil von s gleich 1/2 ist. Das heißt, je nachdem wie, also die komplexe Zahl kann sich da verändern. Und diese Verteilung der Nullstellen soll dann mit der Primzahlverteilung zusammenhängen. So, das ist so eine wichtige Aussage der Riemannschen Zeta-Funktion, die aber noch nicht bewiesen ist. Gut, das war jetzt quasi das Thema Riemannsche Zeta-Funktion und jetzt machen wir nochmal was völlig anderes. Und zwar fangen wir jetzt mal mit Quantenphysik an. Quantenphysik zeichnet sich dadurch aus, dass Wellen und Teilchen quasi das gleiche sind. Also jedes Teilchen ist eine Welle und jede Welle ist ein Teilchen. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmt, so ein Photon, das Photon hat irgendwie so eine Energie von H mal F. F ist die Frequenz des Lichtes und H ist die Planck'sche Konstante. Warum ist das denn kein H-Quert? Weil du dann Omega schreiben würdest als Frequenz. Stimmt. Gut, wenn man zwei Photonen hat, dann hat man irgendwie zweimal HF, also weil zwei Photonen haben die Energie von zwei Photonen. Und bei null Photonen ist jetzt die Frage, wie ist die Energie da? Wir wissen ja, es ist Quantenphysik. Und die wird sich wahrscheinlich anders verhalten, als man das erwartet. Wir hatten ja vorhin schon bei dieser tollen Reihe irgendwie 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1, da kann ja 1/2 raus. Ungefähr so funktioniert die Quantenphysik auch. Also wenn man jetzt ein Photon hat und das irgendwie zwischen zwei solchen komischen Platten einsperrt, dann hat es quasi diese Energie, die ich vorhin genannt habe, einfach. Und die Gesamtenergie des Systems, aber wenn man das weglässt, dann ist
dazwischen die Energie, die quasi ein halb H mal F ist. Warte. Weil wir waren ja vorhin, dass 1 minus 1 plus 1 minus 1 bis ans Unendliche auch ein halb ist. Und kein Photon, also das widerspricht ja der Unschärferelation von Heisenberg, weil dann könnte man die Energie ja beliebig genau messen, gleich 0 nämlich. Und das kann natürlich nicht sein, das heißt, es ist immer zufällig ein Photon da oder vielleicht nicht. Und deswegen ist dann quasi die Nullpunktenergie ein halb. Also das kann man auch noch anders ausrechnen, das mache ich jetzt allerdings nicht. Gut, also ich hatte ja gerade diese zwei Platten gezeigt. Das hier ist jetzt aus der Wikipedia, eigentlich müsste hier statt Lambda nämlich ein D stehen, weil D ist die Distanz zwischen den Platten. Und da kann man quasi stehende Wellen machen und nur diese stehenden Wellen sind stabil, alle anderen, wenn man jetzt ein Photon mit einer anderen Wellenlänge reinpacken würde, würde sich das selber weginterferieren. Aber stehende Wellen funktionieren und stehende Wellen haben dann quasi die Wellenlänge, zum Beispiel Abstand durch 2, Gleichabstand oder und so weiter. Und das Ganze kann man quasi so schreiben. Also Wellenlänge, ja, wenn man beliebige Wellenlängen hat, dann ist dann, also man kann quasi immer harmonische machen. Also das hier ist quasi einmal, das ist zweimal, das ist dreimal. Und das ist quasi das, was hier dieses N ist. Und wenn man jetzt die Energie ausrechnet, dann hat man hier genau, dieses n fehlt hier, also n mal d durch 2 ist dann Lambda n. Und wenn man das jetzt in die Energie einsetzt, weil Energie besteht ja aus Frequenz f mal Planck'sche Konstante. Und wenn man f, also die Frequenz, ausrechnen will aus der Wellenlänge, dann muss man die Gleichung, dass die Lichtgeschwindigkeit gleich der Frequenz mal die Wellenlänge ist, einsetzen. Und dann kommt ungefähr das raus. Also irgendwie irgendeine Zahl Pi mal C durch, ja, und dann D ist die Distanz. Gut. Und wie wir ja vorhin gesehen hatten, hatten wir ja, wenn ein Photon da ist, dann kann dieses Photon auch, bei null Photonen hat es diese Energie. Und wenn man jetzt stehende Wellen hat, dann gilt das aber auch, man kann auch ein Photon mit der doppelten Wellenlänge, das heißt der halben Frequenz, da reinpacken. Und wenn das nicht drin ist, hat man trotzdem nochmal die halbe Energie, das ist die sogenannte Nullpunktsenergie. Das heißt, für jede mögliche Wellenlänge, die da drin ist, kann man quasi, kriegt man die Nullpunktsenergie. Das heißt, wenn man jetzt die Gesamtenergie, die zwischen zwei Platten möglich ist, ausrechnen möchte, dann muss man die Summe berechnen zwischen diesen Platten von allen Energien, die da möglich sind. Genau. Und jetzt seht ihr vielleicht auch, welchen Zusammenhang das Ganze hat mit dem, was ich angefangen habe in dem Vortrag. Weil man kann das Ganze umformen, dass nämlich alle Faktoren, die konstant sind und sich nicht verändern, wegbleiben. Und am Ende bleibt einfach nur die Summe über die natürlichen Zahlen übrig. So. Das heißt, man hat unendlich viel Energie dazwischen. Unendlichkeiten ergeben in der Physik keinen Sinn. Deswegen löst man Unendlichkeiten meistens auf. Und wenn man das, was wir vorhin schon hatten, hat, dann wird das Ergebnis der Gesamtenergie, dann kann man quasi, weil das hier ist ja die Zeta-Funktion von minus 1, da einsetzen und dann kriegt man das als Ergebnis raus. So, das ist jetzt, wie man das mathematisch lösen kann. Aber macht das physikalisch auch Sinn, was da rauskommt? Deswegen kommt jetzt nochmal die physikalische Berechnung des Ganzen. Und zwar, hier kommt ja unendlich raus, unendlich ist doof. Gut, wie kriegt man heraus, wie viel Energie dann da ist? Man guckt außerhalb der Platten und dazwischen den Platten. Außerhalb der Platten ist natürlich auch unendlich viel Energie möglich. Und dazwischen ebenfalls, deswegen ist relevant, wie viel ist die Differenz davon? Also was ist die Differenz von unendlich? Und das kann man so berechnen, dass man außerhalb, das hier ist quasi genau dasselbe wie vorhin, nur dass man jetzt statt der Summe ein Integral hat, weil bei der Summe hat man ja nur fest definierte Wellen von der stehenden Welle und außerhalb des Systems sind aber alle Wellenlängen erlaubt. So,
Dann kommt der physikalische Trick, weil irgendwie je kleiner die also je höher die Frequenz ist und je kleiner die Wellenlänge wird, irgendwann wird jedes noch so gut leitende Material transparent. Also irgendwann wird irgendwas nicht mehr reflektiert und deswegen bildet es keine stehende Welle mehr aus. Und deswegen ersetzt man N durch quasi, also man schreibt bei N noch eine Funktion dahinter, N mal E hoch minus Alpha N. Und es ist eigentlich völlig egal, wie groß Alpha ist hierfür, weil Alpha muss einfach nur klein sein, aber größer 0. Und dann formuliert man quasi das Integral um, dann steht hier N mal E hoch minus Alpha N. Und jetzt zieht man quasi, und das macht man bei der Summe ebenso, und zieht dann quasi die Energie außen von der Energie im System ab. Gut, das, es gab irgendwie mal einen Mathematiker, der nannte sich Euler, der hat sich genau mit solchen Problemen beschäftigt. Wie kann man die Differenz von Integralen und Summen berechnen, wenn man dasselbe da drin stehen hat? Und das hier ist die sogenannte Euler-Maclaurin-Formel. Da hat man quasi, die Summe ist das gleiche wie das Integral über diese Funktion plus irgendwie der Funktionswert von bei 0 und von m, wobei m hier wahrscheinlich ungefähr unendlich ist. Und genau, und am Ende hat man hier so einen Restwert, der ist aber egal, weil wenn wir bei unendlich sind, dann läuft das auch, kann man das ignorieren. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch, um die Differenz zu bestimmen, den Funktionswert bei 0 berechnen und bei quasi unendlich. Ja, genau, also das hier ist der Restwert, dieses SM brauchen wir doch. Das hier ist nochmal so eine tolle Summe. Gut, fangen wir mal an, Zahlen einzusetzen. Also wenn man jetzt sich das hier anguckt, eine Sache, die aufgefallen ist, hier steht, die Summe von wird angefangen bei 0. Unsere vorher haben wir aber bei 1 angefangen. Das heißt, wir müssen hier, damit das gleich ist, wenn man hier nämlich 0 stehen, also wenn man da 1 einsetzen möchte, muss man dann nochmal das hier dahin packen. Das heißt, das hier ist dann die Form, wie wir sie hatten. Und das hier ist dann quasi die andere Seite. Gut, das erste, was man jetzt machen möchte, ist ja f von, ja, wenn das n gegen unendlich geht, das kommt dann da raus. Und zwar, nee, andersrum. Also wenn f von 0 berechnet wird, dann ist n gleich 0 und dann kommt natürlich 0 raus. Wenn das von unendlich berechnet wird, dann wird es durch das e hoch minus alpha n unendlich. Das heißt, weil, also das hier ist quasi die Ableitung davon. Wir haben quasi eine Sache, die wird unendlich groß, die andere Seite, die wird unendlich klein und das Produkt daraus kann man gucken, ob das 0 oder unendlich wird oder 1 davon machen, indem man quasi das obere und das untere auf dem Bruch ableitet und dann den Grenzwert berechnet. Und da kommt dann quasi raus, dass in dem einen Fall nach der Ableitung einfach 0 übrig bleibt. Und in dem anderen Fall geht es immer noch gegen unendlich, was unter dem Bruch steht, deswegen wird da 0 raus. Deswegen wird f von unendlich 0. Das heißt, dieser Kram fliegt ja, zum nennenswerten Teil weg. Ich glaube, das hier ist egal. Nee. Okay, das heißt, es bleibt nur noch dieser SM-Teil übrig. Diesen SM-Teil, das sind diese komischen Bernoulli-Zahlen, die man da einsetzen muss, also B2 und B4, also ein Sechstel und minus Dreißigstel. Das heißt, dann setzt man das irgendwie da ein, da muss man das mal wieder ableiten. Am Ende kommt irgendwo ein Zwölftel raus. Und in dem anderen Fall, wo man die dritte Ableitung von irgendwas machen will, kommt irgendwie 1 durch 240 mal Alpha Quadrat raus. Wir hatten ja vorhin schon mal irgendwie gesagt, Alpha ist sehr klein, aber größer 0. Das heißt, verglichen mit dem ersten Term ist es winzig. Weil wir können Alpha so klein machen, wie wir wollen. Das ist für diese Gleichung egal. Und am Ende kann man sagen, das
kann man wahrscheinlich ignorieren und ist auch ungefähr null. Was das dazu führt, wenn wir das hier wieder einsetzen. Wir hatten da ja vorhin ein Hype war ja schon drin und deswegen kommt dann genau das gleiche raus, wie wenn man die Riemannsche Zeta-Funktion einsetzt. Das heißt, auch wenn das, was man da am Anfang hatte, mit völlig absurder Mathematik, die eigentlich nicht funktionieren kann, stellt man fest in der Physik, das macht absolut Sinn und das kann man so machen und die Ergebnisse sind korrekt, das kann man nämlich messen. So. Genau, das war's jetzt auch. Also es gibt da noch so ein tolles YouTube-Video, das ihr euch angucken könnt, da ist nochmal diese Summe ein bisschen ausführlicher dargelegt. Und ja, vielen Dank.